Ja, ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Berne ist auf der Fahrt zur Ausbildung in der Feuerwehrtechnischen Zentrale hier auf der Bundesstraße 212 von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Also wie gesagt, das Auto hat sich überschlagen, ist dann auf der Grabenböschung liegen geblieben. Es gab entsprechend verletzte Feuerwehrleute, 6 an der Zahl. Ein nachfolgendes Feuerwehrfahrzeug der gleichen Feuerwehr hat sofort mit den Maßnahmen begonnen, die Kameraden aus dem Fahrzeug befreit. Gott sei Dank war niemand eingeklemmt. Es wurde ein Massenanfall von Verletzten ausgelöst als Rückmeldung in Bezug auf 10 Personen. Entsprechende Rettungsmittel sind dann natürlich von der Leitstelle alarmiert worden und die ersten Kräfte waren 6 Minuten nach der Alarmierung hier an der Einsatzstelle. Es waren 6 Kameraden in dem Auto und davon waren 2 mittelschwer und 4 leicht verletzt. Also Kräfte waren im Einsatz, die Feuerwehren Brake-Hammel waren und Brake-Hafenstraße mit rund 50 Kameraden. Darüber hinaus umfangreiche Kräfte von Polizei und Rettungsdienst, eben durch dieses Stichwort Massenanfall von Verletzten kommen. Eben 10 Rettungswagen, entsprechende Notärzte, leitende Notärzte, Orgleiter. Das war schon ein großes Aufgebot. Hier geht es noch darum, die Polizei zu unterstützen bei Unfallursachenermittlungen. Entsprechend leuchten wir aus und gleich wird ein entsprechendes Bergungsunternehmen kommen und das Fahrzeug bergen. Wir sichern die Einsatzmittel der Feuerwehr Berne und verbringen die in die FTZ. Das ist ein blödes Gefühl, das ist natürlich großer Mist. Ich sag, bei der Meldung erfährt man ja sofort, dass sich ein Feuerwehrfahrzeug überschlagen haben soll. Wir haben heute selber Dienst in unserer Wehr, in Brake, in allen 3 Ortsfeuerwehren. Und da denkt man zunächst erst an das ureigenste Auto. Letztendlich muss der Einsatz dann aber, und es ist egal, wer da betroffen ist, immer gleich abgearbeitet werden. Das gelingt auch. Man macht sich hinterher sicherlich den einen oder anderen Gedanken.